Ich heiße euch herzlich willkommen zurück bei Risen 3 Titan Lords. Wir sind hier an der Krabbenküste, unserem Todesort, wo wir unsere menschliche Seele verloren haben. Und wir sind hier auf der Suche nach dem Schatz von Kapitän Degenkolb, der hier irgendwo einen Schatz vergraben lassen haben wollen werden sollen. Das soll irgendwie ganz am Ende von diesem Wasserfall gedöhnt sein. Aber das ist der falsche Weg. Soll wahrscheinlich komplett einmal oben rumlaufen, wie schon einmal ganz am Anfang. Und wieso ist das so verflucht dunkel hier? Schauen, ob es hier ein paar neue Bösewichte gibt. Sicht. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt alles sehen können. Ich vergesse das immer. Irgendwann können wir alles sehen, oder? Das ist auch egal. So, das war ja umgekippte Baum. Mit bloßen Händen umgerissen haben. Aber ich glaube, wir sehen so... Gott, Hölle, verdammt nochmal. Was war denn das jetzt? Das war nicht cool. Fackel. So, ich glaube aber, dass wir... Wo waren wir? Mit der Spektralsicht Waffen und so ein Zeug sehen können. Und Truhe-Mechanismen und solche Späße. So, war denn das nochmal? Ich glaube, hier so hoch? Nee, war nicht so hier hoch. Sondern eher die andere Richtung. Und da irgendwo nach oben, glaube ich. Genau, hier zwischendurch. Hoch und links-rechts Kombination. Bam, bam. Zickzack. Genau. Hier sollten wir eigentlich damals den Feuerregenzauber benutzen. Haben wir aber nicht getan. Und da liegt noch ein toter Pirat. Der liegt aber auch nur. Fische können wir nochmal zu Essen verarbeiten. Und irgendwo da hinten am Wasserfall soll der Schatz vergraben sein. Das ist unsere bezaubernde Schwester, Freundin, Weggefährtin Patty. Mit ihren... Gott. Ja. Patty in Erfahrung bringt. Oh, Mann. Kannst du nicht mehr. Blöde Sau. Schade um das gute Opfer. Ach Quatsch. Ziehen wir das jetzt rein oder ist es auch geopfert? Bergkristall. Schick. So, und irgendwo haben wir noch einen Kroko. Zähne und Zunge. Ich bin endlich wieder im Waschlappen dabei. Und da ist der Schatz vergraben. Aber erstmal sammeln wir noch das Zeug ein, was da so in der Gegend rum. Schlangenwurz. Gott! Was soll denn sowas? Ich erschrecke mich doch. Bin gespannt, wenn später wir The Evil Within zocken. Die werde ich mir da in die Buchse baller. Und ich bin zurzeit auf der Suche nach alte Erinnerung, Questerfolg. Schatz. 1000 Gold. Dann hätten wir das ja schon mal gefunden. Bei uns? Nee. Gut. Dann wieder zurück zum Schiff. Kann man nicht irgendwie schnell hindüsen? Doch. Zurück zum Schiff. So, dann wollen wir direkt wieder in See stehen. Wir können ja kurz Patty nochmal erzählen.
Kapitän Degenkolbs Schatz an der Krabbenküste ist gehoben. Und, hat es sich gelohnt? Allerdings. Sehr gut, dann war es den Aufwand wert. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. In See stechen. Antigua, nach Tagarigua wollten wir. Antigua? Tagarigua? Oder ganz woanders hin. Insel der Liebe, eine kleine verträumte und Menschen gänzlich unbewohnte Insel. Irgendwo gab es ja noch diese Nebelinsel, genau. Sagen um die Insel des Westens. Man munkelt, dass noch nie jemand von ihr zurückgekehrt ist. Okay, nee. Insel der Liebe. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, was genau die Sachen bringen. Fahren wir einfach mal nach Antigua und gucken, was da so geht. Oh. Bootfahrt überstanden? Hey, ich möchte an Land gehen. Klar, kein Problem. Was hast du vor? Ich will mich in der Taverne umhören. Bestimmt hat der eine oder andere ein kleines Geheimnis, das ich ihm entlocken kann. Hol mich in der Taverne ab. Ich werde dort auf dich warten. Gut, dann bis später. Perfekt. Gerüchteküche auf. Antigua. Gehen wir da mal der Sache nach. Und warum muss es jetzt Nacht sein? Zum Hafen. Und Katzen, könnt ihr euch bitte schlafen legen? Das ist ja... Macht dann ja ganz wirr, wenn ihr die ganze Zeit durchs Licht lauft und hier Schatten an der Wand sind. Und wir brauchen unbedingt so einen Lichtzauber. Das ist auch anstrengend so. Ramon, zeig mir deinen Kram. Kannst du mir was beibringen? Was willst du? Stich, Hieb, Gegner. Silberzunge, Schleichen. Gut, Taverne. Patty. Schwesterherz. Hi. Ah, da bist du ja. Ich habe gute Neuigkeiten. Du kennst doch noch den alten Piratenkapitän Romanov. Ich hörte, er sei tot. Er soll hier auf der Insel eine seiner Truhen zurückgelassen haben. Jeder weiß, wo sie steht. Doch aus Angst vor dem Fluch Romanovs traut sich niemand, sie anzufassen. Mich kann kein Fluch mehr beeindrucken. Wie auch immer, wir müssen vorsichtig sein. Die Truhe steht in einem sehr gefährlichen Gebiet. Hier, ich zeichne dir auf deiner Karte ein, wo sie steht. Dankeschön. So, das sollte leicht zu finden sein. Anmerkungen zur aktuellen Lage? Man kann diese Idioten keine 2 Tage alleine lassen. Was haben diese Versager bloß aus unserem Hauptquartier gemacht? Am liebsten würde ich in dem Drecksnest mal richtig aufräumen. Ja, verständlich. Komm mit. Gut. Dann gehen wir mit unserer Schwester so ein bisschen. Ich habe wirklich gerade gedacht, ich hätte Vater in der Ecke liegen sehen. Vermisst du ihn? Manchmal. Nachvollziehbar. War ein großer Mann. Und ein stolzer Trinker. Scheiß Kerl, was soll das? Hey, das war nicht mit Absicht. Was gibt es Neues? Was genau willst du wissen? Was Neues? Freut es dich, die alte Piratentruppe von Kila in deiner Stadt zu haben? Ach, der Sauhaufen. Mir wäre lieber gewesen, du hättest sie dort gelassen. Naja, wenigstens vertragen die einen ordentlichen Schluck rum. Das ist dementsprechend Geld bei dir.
Wegen Griffith Goldbeutel. Taschendiebstahl, Silberzunge. Haben wir Silberzunge 40? Krämer. Niemand kann dich übers Ohr hauen. Dir würden sogar gelingen, ein Kaufmann seinen eigenen Waren. Rabatt. 5%, zeig mir dein Zeug. Klar. Suff, 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 Rezept, Rezept für suff, suff. Suff, 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 ganz viel suff, 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 Zeug. Ich habe ganz schön oft suff gesagt. Das kann sich nicht gut angehören haben. Baba. So, Romanos Versteck. Ich sabbel auch schon wieder ohne Punkt und Komma. Auch gerade so komischen Tee getrunken. Der ist extrem. Dreht ganz schön auf ein. Hast du dich schon mal nach einer anderen Arbeit umgesehen? Klar doch. Und? Vor dir steht nicht nur der Erbe dieser Schmiede, sondern auch der neue Totengräber von Antigua. Du musst verstehen, das bringt viel Verantwortung mit sich. Das kann nicht jeder. Ja. So ein Loch ausheben ist echt schwer. Du verstehst mich. Natürlich, Kleiner. Gut, schauen wir mal über die Fähigkeiten. Härte. Einschüchtern haben wir sogar ganz schön was drauf. Genauso wie Silberzungen haben wir 50. Wann haben wir das denn gelernt? Puh, eine Menge Ruhm haben wir. Geist, Alchemie, Astralsicht, Magie, Voodoo-Magie, Kristallmagie, Runenmagie. Fähigkeiten, Jagd, Diebeskunst, Magie. Wir haben schon von allen so ein bisschen was gelernt. Voodoo-Magie sind wir aber noch echt. So richtig drauf haben wir noch nichts. Aber jetzt können wir nochmal in die Taverne gehen, wenn wir sehen, dass wir hier so... Wie lange ist die letzte Kneipenschlägerei her? Hey, lass die Fäuste ja unten. Vergiss das bloß schnell wieder. Versoffene Typen hin oder her, aber in diesen Zeiten müssen wir uns zusammenraufen. Hier, der geht aufs Haus. Besser eine rote Nase als ein blaues Auge, sag ich immer. Sehr schön. Wegen Griffith Goldbeutel. Was will jemand wie du schon damit anfangen? Naja, ich könnte... Also, wenn ich es mir recht überlege... Hier. Na, siehst du? Ah, schön, du hast gewonnen. Hier, nimm das Teil. Sehr gut. So, jetzt fehlt nur noch die komische Klamotte von ihm. Aber die finde ich hier nicht im Lagerhaus. Muss irgendwo versteckt sein da drin. Oder irgendwie ganz komisch liegen. Ich wollte ja eigentlich mal im Internet nachgucken. Weil wir das Problem ja letztes Mal schon hatten. Laut Karte war das ja irgendwo hier. Es ist dann natürlich auch noch saudunkel. Hier hatte ich das erste Mal. Na, du weißt schon. Mehr Informationen, als ich haben wollte. Ja. Oh oh. Wenn wir so schlafen gehen, gibt's einen Albtraum. Überliegt wieder Seelenstaub rum. Wollen wir diesmal in die Richtung. Das ganze Zeug mitzunehmen. Okay. Das wäre schrecklich. Mein Kopf. Alles dreht sich. Mann, oh Mann. Unangenehme Träume.
Wir haben Äffchen in der Westentasche. Das ist auch so unglaublich gut. So, schauen wir uns mal hier mit dem kleinen Kameraden ein bisschen um. Vielleicht finden wir mit ihm was. Hallo Kater, ich sitze hier. Autsch, armes Äffchen. Aber irgendwo müssen die Klamotten doch von Griffith sein. Kann ja nicht verschwunden sein. Hi. Ich hab nichts zu essen für dich. Ich will auch nichts zu essen. Huch. Ach, das ist wieder heil. Das war doch kaputt. Da liegen die Sachen von ihm. Ja. Schweres Paket erhalten. Okay, Äffchen kann Truhe nicht öffnen. Brot. Ja, ich möchte zum Spieler zurückkehren. Und dann gehen wir da nochmal zu Fuß rein und machen die Truhe auf. Ah, wir haben das Zeug zusammen. Sehr gut. Naja, konnten wir letztes Mal auch nicht hinkommen, da dann noch alles zerstört war. So, schauen wir mal, was hier Chef zu sagen hat. Oder hier Zack. So, Piratenchef. Was geht ab? Ein... Schieß los! Die alte Truppe aus Takarigua wird uns unterstützen. Da. Aha! War das nicht die alte Crew von Kapitän Stahlbart? Teilweise. Und sie sind hochmotiviert, den Geisterchefen den Gar auszumachen. Ich sehe, hast du den Weg des Piratenkapitäns nicht verlassen. Gut so. Bei uns wirst du auch am meisten gebraucht. Nun, dann hoffen wir, dass die Jungs noch nicht verweichlicht sind. Hier, das Gold zur Versorgung der Crew. Na, dann versorge ich ja nicht mal mich. So, und Patty sagt, da hinten ist ein Schatz. Weißt du noch, als sie versucht haben, Vater hier hinzurichten? Du meinst, als ihm der ganze Rum wieder hochgekommen ist? Ja, genau. Und sein Erbrochenes hat sich an einer Fackel entzündet und seine Fesseln durchgebrannt. Ich glaube, sie wollten ihn köpfen, weil er mit der Frau des Henkers gepennt hatte, der alte Lustmolch. Ja, warum nicht? So, du bist doch Griffith, oder? Ja. Hier hast du dein Zeug. Wow, du hast tatsächlich alles aufgetrieben. Dann lass mich mal überlegen, was ich dir als Belohnung anbieten kann. In dem Klamottenpaket waren noch ein paar alte Socken. Die kannst du haben, wenn du willst. Na. Ansonsten kann ich dir eine Buddel Fusel und etwas Gold anbieten. Gib mir die Socken. Gib mir die Socken. Gib mir die Socken. Deal! Hab mir mit ihnen mal den Hintern ab. Warte, ich habe es mir anders überlegt. Gib mir den Fusel und das Gold. Na schön. Jetzt beginnt mein neues Leben. Auf zur Taverne! Nein. Dieses Mal versaufe ich nicht alles. Versprochen! Du bist doch schon auf dem besten Weg dabei. Ach, du Idiot. Gibt echt ganz schön doofe Piraten. So, und das ging. Hier, glaube ich, konnten wir irgendwie hochspringen.
Ja, hier. Kletter. 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 Mal kurz die Karte öffnen. Jawohl. Sieht schon mal soweit ganz gut aus. Böser Hund. Ich hab gesagt, böser Hund. Kommt Patty nicht mit? Gut, Patty kommt nicht mit. Doch, die läuft einfach mal komplett andersrum. Auch okay. So, das ist ein gruseliger Dämon. Gehen wir erstmal hier lang, wo es noch halb so gruselig ist. Das Schloss ist zu kompliziert für mich. Da drin ist der Schatz. Jetzt mal halt hier unseren kleinen Kameraden reinjagen. Den wir die ganze Zeit bei uns führen in der Tasche. Versteckte Truhe. Na, zeig, was du kannst, Kleiner. Gold. Sonst? Das ist bestimmt eine Pflanze, ja. Na, sie juckt. Moment. Ja. Und zurück. Guck mal, was ich kann. Zurück zum Spieler. Gut. Nächsten Schatz erbeutet. Die Truhe kriegen wir noch nicht auf. So, und wer ist er eigentlich? Na toll. Er hat uns auf jeden Fall gesehen und darum speichern wir jetzt erstmal. Und wir werden dann in der nächsten Episode sehen, wie es ausgeht. Bin gespannt und ich hoffe, wir überleben den ganzen Spaß hier mit diesem komischen geflügelten Dämon. Also, bis zur nächsten Episode Wizen 3.